Ihr wisst noch nicht so ganz, was P53 macht, wofür es eigentlich eingesetzt wird und welche Funktion es in der Apoptose-Einleitung bzw. im Zellzyklus-Arrest hat? Dann bleibt unbedingt dran bei diesem neuen Video von Selbstorientiert für Medizinerinnen. Mal eine Übersicht über alle Timestamps, die in dieser Folge wichtig sein werden. Falls ihr also ein spezifisches Thema lernen wollt, dann guckt da zuerst rein. Bevor das Video jetzt startet, wollen wir euch nochmal kurz nahelegen, dass wir einen kompletten Kurs rund um die Apoptose bzw. auch P53 natürlich gemacht haben und dementsprechend die gesamte Genregulation für euch erklären. Dieser Kurs ist dabei jetzt in der Videobeschreibung verlinkt und hat auch unter anderem Karteikarten, die ihr direkt zum Lernen einsetzen könnt. Also wenn ihr euch auf die nächsten Klausuren vorbereitet, seid ihr damit optimal vorbereitet und wir wünschen euch ganz viel Spaß. Gucken wir uns nun an, was nun an welche Funktion P53 grundsätzlich versteht man unter der Apoptose die erwünschte Beseitigung. Dabei ist es so, dass wir mit P53 ein zentrales Sicherheitselement, das heißt, nicht um die Beseitigung haben, von körpereigenen Zellen, die unkontrollierte Zellzustand sind, sondern tatsächlich von unerwünschten Zellmechanismus, die brauchen wir natürlich dann ganz grundsätzlich nicht mehr zum gesunden Zellen, unter anderem Leben beispielsweise zu verhindern. Dadurch ist es so, dass wir hier in verschiedenen Prozessen innerhalb der menschlichen Verbreitung eingreifen. Und dementsprechend unter anderem P53 eine embryonale zentrale Rolle, die dann entsprechend auch in verschiedenen Fragen immer wieder euch begleiten wird. Gleichzeitig ist es aber auch so, weil extrem vollständig für die Forschung. Dabei ist es so, dass P53 an verschiedenen Ansatzpunkten an diese Funktionsweisen arbeitet. Einerseits ermöglicht es die DNA auch über die Apoptose. Dadurch kann beseitigt werden und ersetzt, und das ist sicherlich eine der interessanten Mechanismen, wie das Ganze auch in der Forschung. Auf der anderen Seite ist es aber auch so, dass wir hier die Möglichkeit der Apoptose-Einleitung haben. Das heißt, die Apoptose, den Zelluntergang, den programmierten Zelltyrod letztendlich dadurch auch dieser wird durch P53 ermöglicht und ist dementsprechend ein wichtiger Teil. Dabei ist ganz wichtig, dass man das ganz stark abgrenzt. Dabei ist es so, dass grundsätzlich auf P53 typischerweise DNA-Schaden, den wir der Entzündung oder entsprechend auch Hypoxie. Dabei so wie entsteht dann entsprechend eine Entzündungsreaktion. Wir sehen, dass hier alles zellgrößliche Faktoren. Das und ihr seht das hier auch in der Grafik. MDR2 ist typischerweise an P53 gebunden und dadurch auch nur normalerweise Zellen abgebaut. Also P53 wird in einem ganzen Zyklus ganz normal synthetisiert. Es ist aber so, dass P53 das nur spezifische Zellen dann nicht mehr abgebaut wird und diese dann entsprechend bei Schäden aktiviert. Also ganz wichtig, Auslöser hatten wir gerade schon besprochen. Wir sehen jetzt, haben wir ein aktiviertes P53. Aber die Apoptose aktiviert über die Aktivierung kann dann der Initiator gerade besprochen dieses Ziel der Apoptose verschiedene Funktionsweisen induzieren. Dementsprechend ist es so, dass wir durch eine Initiatorkörper eine Seite können wir zum Beispiel den Zellzyklus 8 Rest oder auslösen, 9 dieser Zellzyklus über die verschiedenen Apoptose-Initiationswege durch die Synthese des CDK-Inhibitors und diese 20 unterschiedlichen Wege, dadurch, die letztendlich zum Zellzyklus Initiator-Restphasen führen und dann werden verschiedene Zykline dann auch wieder aktiviert, die DNA-Reparatur gestalten werden, die dann Effektor an der Zelle wie zum Beispiel weitermachen, ICAD bzw. CAD im Caspase. Dadurch haben wir dann natürlich auch eine zelluläre das heißt, Effektorenzyme führen zum Abbau auf der anderen Seite steht die Apoptose, die ebenfalls activated durch DNA in diesem Fall induziert werden kann. Und dabei ist es so, dass die Apoptose dann auch den Tod und, dabei ist es so, und die Eliminierung von insbesondere geschädigten DNA dann vornimmt. Das heißt, hier ist es so, und dementsprechend zur Apoptose-Einleitung durch die Apoptose-Einleitung und dann die regulären Mechanismen entsprechend dann der Apoptose-Einleitung Abkaspaslauf, Effektor-Caspase bis Effektorenzyme zum Zellulieren kommt, die wiederum und auch da ist das Endergebnis natürlich die zelluläre Beseitigung genetische Stabilität Körper vermitteln durch P53. Das Wichtigste rund um P53 mal zusammen. Grundsätzlich ist es so, dass P53 ein zentrales Sicherheitselement im Zellzyklus ist, um unkontrollierte Zellproliferation zu verhindern. Dabei ermöglicht es die DNA-Reparatur auf der einen Seite, also es kann durch DNA-Reparatur die zelluläre Stabilität sichern. Dabei wird über P21 einem CDK-Inhibitor gearbeitet. Auf der anderen Seite ist es aber auch möglich, dass P53 nicht durch MDM2 abgebaut wird und dann P53 aktiviert zur Apoptose führt. Apoptose-Einleitung ist die andere Funktion, die auf DNA-Schaden oder Hypoxie beispielsweise folgen kann und dann entsprechend die beschädigte Zelle zum Tod führt und dadurch kann es dann auch gewährleistet werden, dass wir eine zelluläre und genetische Stabilität vorliegen. Ist nun eigentlich alles rund um P53? Die Frage ist allerdings, was ist überhaupt diese Apoptose, die durch P53 auch induziert werden kann? Und dieser Frage widmen wir uns jetzt. Viel Spaß dabei. Gucken wir uns nun an, was die Apoptose eigentlich ist. Und grundsätzlich versteht man unter der Apoptose die erwünschte Beseitigung von
unerwünschten körpereigenen Zellen. Das heißt, es geht nicht um die Beseitigung von körpereigenen Zellen, die noch im gesunden Zustand sind, sondern tatsächlich von unerwünschten Zellen, die typischerweise dann entsprechend nicht mehr zum gesunden zellulären Leben beitragen. Dadurch ist es so, dass wir hier in verschiedenen Prozessen innerhalb der menschlichen Genese eingreifen. Unter anderem in der Embryonalentwicklung spielt das Beseitigen von körpereigenen Zellen, die unerwünscht sind, eine große Rolle. Gleichzeitig ist es aber auch so, bei nicht vollständig fertigen B- und T-Zellen kann es hier zur Apoptose kommen. Das heißt, wenn diese entsprechend nicht richtig gereift sind, können diese dann entsprechend auch über die Apoptose beseitigt werden. Und das Letzte, und das ist sicherlich einer der interessanten Mechanismen, die auch in der Forschung immer wieder angesprochen werden, ist die Beseitigung potenzieller Tumorzellen durch diese Apoptose, die letztendlich ermöglicht, dann verschiedene ausgeartete Zellen zu entfernen und dadurch natürlich proliferierendes Wachstum der Pro-Tumorzellen zu verhindern. Dabei ist ganz wichtig, dass man das ganz stark abgrenzen muss zur Nekrose. Die Nekrose selbst ist nämlich ein Prozess, den wir der Entzündungsreaktion zuordnen können. Dabei entsteht dann entsprechend eine Entzündungsreaktion und es sind ganze Zellgruppen betroffen. Das ist aber nur bei der Nekrose so. Bei der Apoptose hingegen ist es jetzt so, dass wir kein Entstehen einer Entzündungsreaktion haben und wir auch nur spezifische Zellen haben, die betroffen werden. Das heißt, wir haben ein ganz selektives Vorgehen der Apoptose, die dazu führt, dass nur spezifische Zellen getötet werden und diese dann entsprechend untergehen. Also, ganz wichtig, Apoptose ist keine Nekrose. Nekrose ist ein alleinstehender Begriff. Aber die Apoptose agiert über die Aktivierung verschiedener Initiatorkaspasen als Ziel der Apoptose. Dementsprechend ist es so, dass wir verschiedene Initiatorkaspasen haben, zum Beispiel die Kaspase 8 oder 9, die über die verschiedenen Apoptose-Initiationswege aktiviert werden. Und diese unterschiedlichen Wege, die letztendlich zu den Initiatorkaspasen führen, führen dann Konsequenz dann auch wieder zu den Effektorkaspasen, die gespalten werden, die dann Effektorenzyme wie zum Beispiel ICAD zu CAD, dem Kaspase Activated DNase, aktivieren. Das heißt, Effektorenzyme führen zum Abbau der Zelle über Kaspase Activated DNase, in diesem Fall jetzt als besonders hervorzuhebendes Effektorenzym. Und dabei ist es so, dass wir insbesondere die DNA dann in kleine Fragmente teilen und dementsprechend wir die zwei verschiedenen Apoptose-Einleitungswege nutzen, um entsprechend dann aus den Initiatorkaspasen Effektorkaspasen zu machen und daraus dann Effektorenzyme zu aktivieren, die wiederum dann die Apoptose ermöglichen, also die erwünschte Beseitigung von unerwünschten körpereigenen Zellen, wie beispielsweise in der Embryonalentwicklung bei T- und B-Zellen und natürlich auch bei der Beseitigung potenzieller Tumorzellen. Nun das Wichtigste rund um die Apoptose zusammen. Dabei ist es so, dass die Apoptose die erwünschte Beseitigung von unerwünschten körpereigenen Zellen beschreibt. Das heißt, es geht darum, in der Embryonalentwicklung bei B- und T-Zellen und bei der Beseitigung potenzieller Tumorzellen einzuschreiten. Dabei ist es so, dass keine Entzündungsreaktion entsteht. Dementsprechend ist es ganz klar von der Nekrose abzugrenzen. Außerdem geht es hierbei um die Aktivierung der Initiatorkaspasen als Ziel der Apoptose und dabei hat man auch Effektorenzyme, die dann zum Abbau der Zelle über Kaspase Activated DNase funktionieren. Das war es leider auch schon wieder von diesem Video. Falls es euch gefallen hat, würden wir uns riesig freuen, wenn ihr uns ein Like da lasst. Gerne könnt ihr unseren Kanal auch kostenlos abonnieren und uns dabei riesig unterstützen auf diesem Weg, den wir hier gemeinsam mit euch begehen wollen. Ansonsten schaut gerne in die Videobeschreibung rein. Wie gesagt, ein bisschen Werbung in eigener Sache, denn wir haben für euch einen Kurs verfasst rund um die Genregulation oder entsprechend auch um die Apoptose euch zu erklären. Und falls euch das interessiert, erster Link in der Videobeschreibung. Dann würde ich sagen, haut rein und ciao.